Sänger. Herzlich willkommen. Guten Abend. Live im Dreisatzstudio. August Everding hat sich mit einer der legendären Stimmen unseres Jahrhunderts verabredet. Da Capo Theo Adam. Herr Adam, erinnern Sie sich noch, was Sie in der Tschechower Oper, Brecht-Tschechower Oper im fünften Bild singen mussten? Ein ganz spezielles Wort, was ich von Ihnen gerne hören möchte. Ja, das war mir sozusagen auf dem Leib geschrieben, obwohl es ja, also wie gesagt, ein Zitat von Brecht ist. Es hieß, ich mache einen neuen Adam. Wie fing der alte Adam an? Ja, der alte Adam war eigentlich noch ein sehr kleiner Adam, ein junger Adam. Ich habe mit 10 Jahren im Dresdner Kreuzchor sozusagen angefangen zu singen. Und zwar natürlich auch künstlerisch zu arbeiten vor Publikum. Und das war eigentlich, sagen wir einmal, meine musikalische Grundausbildung, die ich genossen habe in diesem doch weltberühmten alten Chor. Aber auch die Geschichte fingen Sie ein. Sie waren Soldat, Sie waren Landarbeiter, Sie waren Lehrer. Ja, das ist richtig. Ich war erst Lehrer. Und dann habe ich aber privat Gesang studiert bei Kammersänger Rudolf Dittrich in Dresden, der an der Semperoper früher gesungen hat. Und 1949 wurde ich dann engagiert von Josef Keilbert an die Dresdner Staatsoper. Was war Ihr Debüt? Mein Debüt, das war eigentlich ein, na sagen wir einmal, eigentlich gerade ein allzu schöner Anfang. Es war ein unheilvolles Zeichen. Ich kam auf die Bühne und sollte gleich erhängt werden. Und zwar im Boris Godunow habe ich einen von den Jesuiten gesungen, die im 8. Bild, im Revolutionsbild, erhängt werden. Aber dann waren Sie bald doch auch Eremit, nicht? Ja, dann habe ich den Eremit gesungen im Freischütz. Das war 1949 zu Weihnachten. Und dann ging es eigentlich gut weiter, nämlich 1952 kam bereits Bayreuth. Und waren 28 Jahre in Bayreuth, ist das richtig? Ja, meine ersten Worte in Bayreuth waren die des Meister Ortels. Wenn er aufgerufen wird, singt er immer am Ort. Und daraus sind, wie gesagt, 28 Jahre geworden. Und Wotan waren es auch von, wenn ich richtig... Ja, also ich habe 13 Jahre in Bayreuth den Wotan gesungen. Darf man das fragen, ist eine Journalistenfrage. Ja. Wie viele Rollen so überhaupt haben Sie studiert? Das steht in einem oder besser gesagt in beiden Büchern hinten, eine Aufzählung meiner Rollen. Ich bin jetzt bei der 105. Bei der 105. Das ist der Kardiak in Berlin an der Komischen Oper gewesen, den ich gerade vorgestern erst gesungen habe. Herr Adam, was haben Sie empfunden, als Sie zum ersten Mal auf der Bühne singen mussten? War das in der ehemaligen DDR oder hier? Was deutsch und echt, was deutsch und wert? Was haben Sie da empfunden? Also das ist Hans Sachs auf der Festwiese, die berühmte Schlussansprache. Das habe ich das erste Mal gesungen in Berlin an der Deutschen Staatsoper, also in der ehemaligen DDR, 1968. Ja. Und dann auch im gleichen Jahr zum ersten Mal in Bayreuth unter Karl Böhm. Was deutsch und echt, das ist, glaube ich, also ich habe jedenfalls immer daran gedacht, an das Deutschland von Goethe, von Lessing, von Beethoven, von Bach, von Händel. Ja. Das heißt, ich finde das also nicht so übernational empfunden, genau wie auch zum Beispiel am Schluss, wenn es heißt, zerging in Dunst das heilige Römische Reich, uns bliebe gleich die heilige deutsche Kunst. Wobei Wagner den Akzent auf Kunst gesetzt hat. Ja. Und das habe ich immer versucht herauszuarbeiten, dass das also keine große deutsch-nationale Angelegenheit wird. Viele haben über Sie vieles gesagt. Ich habe bei Hans Hotter etwas gefunden, das möchte ich doch unseren Zuhörern nicht vorenthalten. Er sagte, das Erstaunliche an Adams Karriere ist, dass er jede Stufe genau abmisst, alles auswägt, sich Zeit lässt und dann in einer imponierenden Nähe der Vollkommenheit seine Aufgaben absolviert. Schön, nicht? Ja, ich freue mich natürlich sehr, dass das ausgerechnet auch mein großes Vorbild gesagt hat. Hans Hotter in Bayreuth, mein Vorgänger als Wotan. Von ihm habe ich sehr viel gelernt. Ich habe auch sehr viel selbst mit ihm gesungen. Ich habe dann auch den Fasold beispielsweise im Ring gesungen.
Herr Adam, Sie haben, glaube ich, 2500 Opernvorstellungen gesungen, so ungefähr, oder sind es sogar mehr? Das kann zusammenkommen, ja. Ich habe das ausgerechnet. Und 500 Konzerte. Unsere Sendung heißt Da Capo. Hatten Sie eigentlich schon mal ein Da Capo? In der Oper gibt es das ja meistens nicht, bei Liedern. Hatten Sie Da Capo? Ich hatte Da Capo. Ich möchte aber ganz gleich jetzt am Anfang noch ein ganz kleines Veto gegen den Titel der Sendung einlegen. Ah. Denn ich finde mich nicht, also sagen wir, als Da Capo-Sänger, sondern ich bin noch tatsächlich mittendrin. Ich habe wahnsinnig viel zu tun und zu singen noch in den nächsten Jahren. Sie erleben immer noch Da Capos. Aber Da Capos habe ich tatsächlich erlebt, und zwar in Berlin und auch in Dresden, als ich Don Giovanni gesungen habe. Da habe ich die Champagner-Arie wiederholen müssen, auch in Hamburg. Ja. Das ist natürlich eine schöne Sache für einen Sänger, wenn man das machen muss. Und ich habe mich auch lange bitten lassen, möchte ich sagen, nicht? Ja. Also, dass man nicht gleich nach dem ersten Verbeugen gleich loslegt. Ich habe sogar gehört, Sie haben die Champagner-Arie sogar einmal zweimal singen. Ja, ich habe es einmal in Berlin zweimal singen müssen, ja. Sie sind ein denkender Sänger. Das ist kein Schimpfwort, das ist etwas ein hohes Lob, was ich ausspreche. Und ich will auch niemanden beleidigen, denn alle sind das ja nicht, wie wir wissen. Sie sind ein denkender Sänger. Ich möchte Sie fragen, Ihr Verhältnis zur Partitur oder zum Klavierauszug. Partitur oder Klavierauszug, wie erarbeiten Sie eine Rolle? Ja, also den denkenden Sänger verlangt ja zum Beispiel ganz besonders Wagner, nicht? Das ist ja ganz klar. Dort muss man sehr viel nachdenken und sehr den Text, dem Text auch ausdeuten und nachgehen. Aber die Partitur und der Klavierauszug, das ist natürlich für uns Sänger das Allerwichtigste, nicht? Und in der Partitur und im Klavierauszug, da steht ja, die Musik sagt ja eigentlich schon alles aus, ausdrucksmäßig, was man dann eben auf der Bühne umsetzen muss. Sie haben es einmal so genannt, die Partitur ist das beste Regiebuch. Ja, das habe ich immer gesagt, wenn ich selbst Regie geführt habe, weil man unbedingt die Musik nicht nur lieben muss, sondern auch verstehen muss und auch umsetzen muss, wenn man Regie führt. Ich glaube, wir müssen in unserem Gespräch, dürfen wir nicht Felsensteins Arbeit vergessen, der Sie doch sehr angehangen haben. Und ja. Sie wollten doch immer zeigen, dass die betreffende Person nur so aus der Musik handeln kann. Nicht nur singen, ja, handeln kann. Er hat immer gesagt, so und nicht anders. Das muss ein Zwang sein, dass man es dann so bringt, wie es eben dann musikalisch ausgedeutet wird. Was sagt denn die Partitur über Pizarro aus? Pizarro, da ist zunächst einmal der Anfang, der Einstieg sofort, also sehr gewaltig und gewaltsam, nicht? Ja. Und wenn man Beethovens Partitur sich ansieht, da sieht man diese Trompetenstöße. Und das bedeutet eben, dass man auch unbedingt eine Gewalt in die Anfangsarie beispielsweise legen muss. Nicht nur vom Ausdruck, sondern auch Machtstreben. Ja, Machtstreben. Ja. Und der Ton muss irgendwo hart sein. Wobei immer unser Problem ist, dass man natürlich auch auf der anderen Seite nicht brüllen darf. Nicht? Es wäre furchtbar, wenn jemand sagt, mein Gott, der Pizarro, der hat ja furchtbar gebrüllt. Ich finde, wir sollten das kontrollieren. Ha, welch ein Augenblick. Wir haben einen Filmausschnitt von diesem Fidelio Pizarro. Nachher werd ich kühlen, ich rufe dein Geschick mit seinem Herzen wühlen, o Wonne, großes Glück, mit seinem Herzen wühlen, o Wonne, o Wonne, großes Glück. Schon war ich da im Staube, im lauten Sport zum Raube, dahin, dahin, ja dahin gestreckt zu sein. Nun ist es mir erwartet, den Mörder zu morden. Nun ist es mir erwartet, den Mörder zu morden, den Mörder zu morden. Dir Rache werd ich kühlen, dich rufe dein Geschick mit seinem Herzen hüten. O Wonne, o Wonne, großes Glück. Schon war ich nah im Staube, im Laut.
Superhelden, hinterlassen Superhelden mit seiner letzten Stunde. Den Stahl mit seiner Funde, ihm hoch ins Ohr zu schreien. Triumph, 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 der Sieg ist mein. Er spricht von Tod und Wunde, nun folgt auf unsere Runde. Wie wichtig muss es sein. Welch eine aktuelle Oper, nicht? Für alle Diktaturen, ja, und für alle, was wir so durchmachen. Sei nicht vergessen, dass Sie in dieser Oper ja auch den Rocco gesungen haben, der ein so ganz anderer ist, so ein Spießbürger. Ja, ein Hat der eine Entwicklung? Ja, ich glaube schon. Er hat eine Entwicklung. Er ist ein Erfüllungsgehilfe. Ja. Aber am Schluss sein Gelobt sei Gott zum Beispiel, zeigt ja doch irgendwo, dass er irgendwie sich erlöst fühlt aus seiner schrecklichen Arbeit, die er tun muss. Und er weigert sich, den Mord auszuführen. Ja. Übrigens, im Fidelio habe ich noch andere Rollen gesungen. Ich habe zum Beispiel angefangen mit dem ersten Gefangenen, dann habe ich den Minister gesungen, ja, den Rocco und den Pizarro. Jetzt fehlt mir nur noch die Leonore. Aber nein, das können wir Ihnen nicht bieten. Das war übrigens kein Opernausschnitt, das war doch ein Film, nicht? Ja, das ist übrigens bemerkenswert für mich in meiner Karriere. Das war die erste Rolle und die einzige Rolle, die ich nicht auf der Bühne das erste Mal gesungen habe, sondern dieses Debüt habe ich im Film, und zwar in Hamburg. Rolf Liebermann hat ja eine ganze große Filmserie von Opernfilmen in Hamburg gedreht und da habe ich das erste Mal gesungen. Ihr Verhältnis zur Interpretation interessiert mich. Nicht nur, wie Sie eine Rolle erarbeiten, wie Sie sie darstellen. Mögen Sie uns etwas sagen als ein Fazit? Wer ist Wotan? Ja, Wotan, darüber habe ich auch in meinen Büchern geschrieben, ja, ist ja eine sehr zwielichtige und vielschichtige Figur. Er ist ein Machtmensch auf der einen Seite. Aber auch königlich auf der anderen Seite. Ja, und er ist auch eine Vaterfigur, ja, beispielsweise in der Walküre. Und er ist letzten Endes sogar eine Großvaterfigur in, ja, Siegfried, nicht wahr, wo er dann alles mehr oder weniger geschehen lässt, obwohl er es kontrolliert. Es gibt ein sehr schönes Zitat beim Wotan, beziehungsweise beim Wanderer. Zu schauen kam ich, nicht zu schaffen. Und das ist übrigens eine Sache, die man sich auch als Großvater im persönlichen Leben aneignen kann. Ich fühle mich da immer ganz wohl, dass ich für die Enkel Liebe und Fürsorge empfinden kann, aber ich habe nicht die Verantwortung, die man eigentlich als Vater hat. Und so sagen wir immer zu Hause, auch meine Frau und mir, Achtung, nicht, also zu schauen kann schauen, ich nicht, genau, zu schaffen. Aber mich hat immer so interessiert, als ich Ihren Wotan sah, dass Sie gottseiend immer doch noch den Kampf um die göttliche Existenz durchführen, ja, mussten. Und ich finde, das liegt auch vor allen Dingen in der Musik von Richard Wagner. Ich meine, er hat dem Wotan, dem man ja alle möglichen Verbrechen anlasten kann, und der wird ja heute auch sehr oft als rigoroser Verbrecher dargestellt. Ja. Der Wotan hat aber bei all seinen Verfehlungen eine göttliche Aura um sich, und das ist die hervorragende und fantastische Musik von Wagner. Und die Erzählung mit seiner Tochter, da ist er zwar ruhelos, aber doch von einer, ja, von einer Weisheit auch und, ja, wissend, dass es um ihn zu Ende geht. Nicht? Ja, und der Abschied ist dann schließlich auch noch der Ausdruck von großer Emotion. Wie Sie in der Interpretation manchmal gesprungen sind, ich habe einmal von Ihnen gehört, als Sie den Baal studierten in Salzburg, nun wirklich ein schweres, schwieriges Werk, ja, sind Sie darauf gekommen, dass der Baal eigentlich ein Don Giovanni ist? Ja. Er ist ein Don Giovanni, sagen wir einmal, der Kneipen- und der Saufkumpane. Also. Aber irgendwo hat auch er
eine Faszination, wie sie auch der Don Giovanni eben beispielsweise auf Frauen ausübt. Ja. Und das ist beim Bal auch der Fall. Ja, nicht? Und sie waren immer bestrebt, dass im Bal nicht nur das Negative zu sehen ist, dass da eine Sehnsucht ist, sogar ja. eine Lyrik. Ja, ja. ja? Bal ist ja ein schöpferischer Mensch. Er ist Lyriker ja. nicht? Und er ist erdverbunden. Er ist sogar, man könnte sagen, er war ein sehr zeitiger Grüner. Nicht? Ja. Wie er die Natur empfindet und auch besingt mit seiner Gitarre. Ich habe einmal bei Ihnen etwas gelesen, das könnte man fast wie ein Credo verstehen. Man darf die Sätze nicht nur lesen, sondern auch sprechen. Und dann kommt ein Absatz da von Ihnen, wie schön erst, wenn man auch sie singen kann. Und ich finde, das sollten wir jetzt einmal hören im Fliedermonolog der Meistersinger Sachs Wagner. Wie schön, dass man sie auch singen kann. Der Hans Sachs beweist mir immer wieder, dass der wirklich vorher denkt, bevor er redet und vor allem bevor er singt. Und lieber Adam, ich glaube, das darf ich sagen, Sie möchten auch immer wieder vom Wort her verstanden werden und nicht nur vom Gesang. Ist das richtig? Ja, ich halte das für sehr, sehr wichtig, dass die Menschen einen verstehen. Ich meine, was wir tun auf der Bühne, ist ja eine Mitteilung. Ja. Und das muss das Publikum verstehen. Und ich weiß, dass aus vielen Publikumsreaktionen, dass sie immer doch sehr unzufrieden sind, wenn sie sagen, ich habe den nicht verstanden. Nicht? Ja. Und das ist doch sehr, sehr wichtig. Aber oft ist es auch die Schuld der Dirigenten, die sie so zudecken, dass man bei Wagner sie nicht hört. Und darum das Glück, das in Bayreuth zu singen, wo man das doch... Ja, das ist richtig. Es ist ja auch vom Gesangstechnischen sehr wichtig, dass man also seine Worte formbildet in der Maske und dass man so, wie man auch deutlich spricht, auch eben deutlich singt. Den jungen Kollegen haben Sie einmal ins Stammbuch geschrieben, wenn ich tagsüber Lieder singe, bin ich abends in der Oper besser bei Stimme. Ja, das liegt einfach daran, dass man beim Liedgesang wahrscheinlich bessere Kontrolle
ausübt über sein Tun und über sein Singen. Ja. Während auf der Bühne natürlich die ganze Emotion dazukommt, das Kostüm und der Partner und dass man dort wahrscheinlich irgendwie etwas emotionaler geht und nicht ganz so kontrolliert ist wie beim Liedgesang. Interessant für mich war, wenn Sie von Poesie sprachen, dass Sie immer sagen, Poesie und ihre musikalische Erwiderung, ja, dass das zusammengehört, man kann es nicht trennen. Und darum würde ich Sie so gerne als Liedersänger vorstellen. Ich meine nicht nur, dass Sie die Höllerdienst Frau Bengte von Matthus gesungen haben. Sie haben sehr viel Moderne gesungen und Klopstockoden, ja, von Rainer. Ich fahre auch jetzt wieder nach Japan, habe dort Konzerte, Winterreise unter anderem. Und also Liederabende stehen immer auf meinem Programm. Ich habe das beim Pizarro ebenso gemerkt, dass das stimmt. Der realistische Ausdruck bei Ihnen muss vom Wort her bestimmt werden, wofür er sich transponiert in die Musik. Nicht? Ja, und man muss immer einen Moment vorher wirklich denken. Ich würde so gerne von Franz Liszt ein Lied von Ihnen hören, nämlich In Liebeslust. In Liebeslust, in Sehnsuchtsqual, oh, höre mich, oh, höre mich, ein sing ich doch wie tausendmal, und nur für dich, und nur für dich. Ich sing es laut durch Wald und Feld, oh, höre mich. Ich sing es durch die ganze Welt. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und träume doch in stiller Nacht, muss singen, ich muss. Ich singe, wenn mein Auge erwacht. Ich liebe dich, ich liebe dich. Und wenn mein Herz im Tode bricht, wo siehst du mich? Wo siehst du, dass doch mein Auge spricht? Ich liebe dich, ich liebe dich. Adam, ich glaube, wir haben heute die 25. Sendung in dieser Reihe Da Capo, wo ich Ihre Kollegen und Kolleginnen befragt habe. Immer habe ich die Frage gestellt, wie ist Ihr Verhältnis zum Komponisten? Und ich habe von Ihnen einmal gehört, dass Sie ganz früh im Stegparkett Capriccio gehört haben oder Rosenkavalier war es. Und Sie hatten eigentlich kein sehr enges Verhältnis, stimmt das, zu der Oper? Ja, das war so. Ich war in Dresden zum ersten Mal im Rosenkavalier. Und Rosenkavalier und Dresden, das ist ja also eine große Liebe. In Dresden ist er ja uraufgeführt worden, ja, 1911. Und wenn Rosenkavalier auf dem Programm steht, überall, aber in Dresden besonders, das ist also ein Fest. Da erwartet sich das Publikum ein Fest. Und ich saß da auch drin und ich hörte mir im ersten Akt, dachte ich so, mein Gott, da habe ich wenig verstanden, da war der Dirigent wahrscheinlich auch ein bisschen laut. Außerdem ist Strauss da auch in der Instrumentation etwas dick oft. Und irgendwie war ich gar nicht zufrieden. Ich habe das nicht so richtig verstanden, auch musikalisch nicht. Und ich habe mich gewundert, wie die Leute dann getobt haben. Ja. Dann bin ich nochmal reingegangen, weil ich gedacht habe, mein Gott, der Rosenkavalier, der muss doch was sein. Das geht doch nicht, dass du allein sagst, das ist nichts für dich. Beim zweiten Mal war das schon viel schöner, da kamen dann die Ohrwürmer so an mein Ohr, die ich dann schon mal gehört hatte. Und so allmählich kam natürlich dann selbstverständlich auch die Sympathie für den Rosenkavalier und auch für die Musik, das ist ganz klar. Und wenn ich mir überlege, dass ich heute ein großes Strauß-Oeuvre habe, also vom Peneios angefangen in Danae über Barak, La Roche, Rosenkavalier,
Schweigsame Frau Symorosus, Johanna an. Da kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, wie ich damals als junger Mensch reagiert habe. Ja, aber Sie beweisen uns doch eins damit, dass man zu einem Komponist nur ein Verhältnis haben kann, wenn man mit ihm ein Verhältnis hat. Ja, nämlich, das ist wenn richtig. Wenn man öfter sich mit ihm trifft. Ja, das ist sehr richtig. Ja. Und nicht dieses einmalige Hören, sondern das Beschäftigen damit. Ja, das ist ja auch bei der zeitgenössischen Musik so. Nicht? Also da geben Sie mir ein tolles Stichwort. Oft muss man das zweimal, dreimal hören. Ja, Herr Adam, stimmt das, was viele Ihrer Kollegen sagen, zeitgenössische Musik singen verdirbt die Stimme? Nein, das ist nicht wahr. Gut, es gibt sicher Werke, die also sehr, sehr anspruchsvoll sind und wo man also vorsichtig sein muss. Aber auf der anderen Seite ist es so, ich suche mir natürlich, wenn ich zeitgenössische Musik singe, auch Werke raus, wo ich sage, ist denn das auch wirklich etwas zum Singen? Kannst du als Sänger da etwas aussagen, dass du nicht bloß Sprünge nach oben und nach unten machst, nicht wahr? Sondern es muss irgendwie auch in der zeitgenössischen Musik ein Melos da sein. Das kann modern sein, nicht? Das ist ganz klar. Das kann Zwölftonmusik sein. Aber es muss irgendwie nachvollziehbar sein, auch für den Hörer. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen doch ganz gerne einmal so ein paar der vielen zeitgenössischen Opern nennen, die Adam gesungen hat. Einstein von Dessau, Baal von Cerha, Un re in ascolto, Berio in Salzburg. Ja. Was war die Penthesilea? Die Penthesilea von Schöck, de Karl V. Von Krenek, ja. Roi Béranger von, nee, das haben Sie abgesagt, Das musste ich absagen, weil ich da eine schwere Erkrankung 1985 Und davor früher, Gottfried, von einem Dantons Tod. Ja, Dantons Tod und jetzt zum Beispiel Cardillac von Hindemith, Wozzeck, den wir ja letzten Endes zwar noch, ist ja noch aus dem 20. Jahrhundert. Ja, aber ist immer noch modern. Ja. Sehe ich an der Kasse immer, wenn Wozzeck gespielt wird, dann kriegen viele Studenten Karten. Ja. Bei Traviata nicht. Warum das so ist, darüber müssten wir uns auch mal unterhalten. Ja. Aber das sagen Sie, der Stimme schadet es nicht. Ich mache beim Vorsingen immer so, nach jedem Vorsingen lasse ich jemanden am Schluss Mozart singen, weil das für mich immer noch der Entscheidende ist. Ja. Aber viele sagen eben, das Moderne, auch die Sprünge gerade, und ich freue mich, dass Sie sagen, dass es der Stimme nicht schadet. Nein, ich meine, es gibt ja auch klassische Rollen, die einer Stimme schaden können, wenn man eben vielleicht nicht richtig disponiert ist für dieses Fach. Ja. Ich meine, wenn ich an Symorosus im Schweigsame Frau von Strauß denken, das ist also schon gewaltig, was man da versenden muss an Stimmkraft und an Durchhaltevermögen. Nicht? Und so gibt es viele Opern, auch italienische. Ja, nicht? Die Regie hat mir gesagt, bevor wir anfingen, ich muss heute ganz präzise in der Zeit sein. Ich muss genau 27 aufhören. Ich will aber viele Einspielungen von Ihnen bringen, weil das so schön ist. Und jetzt schon wieder eine. Dann werden wir auch gehindert, zu viel zu reden. Aber ich möchte gerne das Finale der Lulu. Ich glaube, es singt die Frau Migenis und Sie singen den Jack. Wenn wir das hören, ja, da kann ich kurz vorher noch sagen, das ist tatsächlich ein Da Capo oder ein Da Capo besteht mir bevor, denn die Dresdner Semperoper wird die nächste Saison, das heißt die erste Saison des neuen Intendanten Christoph Albrecht eröffnen mit Lulu und da werde ich den Dr. Schön wieder singen. Aber jetzt hören und sehen wir Sie als Jack im Lulu mit der Frau Migenis. Im dritten Akt. Ich beurteilte dich nach.
Adam hat mir eben gerade zugeflüstert, dass er das auch zum ersten Mal... Ja, ich danke Ihnen, dass Sie mir das vorgeführt haben. Ich habe das noch nicht gesehen. Das ist aus der Wiener Staatsoper, so ein Mitschnitt. War eine sehr schöne Produktion. Wer hat dirigiert? Marcel hat dirigiert. Ja, hat dirigiert. Gestatten Sie mir diesen Übergang, diese Überleitung, Dirigenten. Sie haben am Anfang gesagt, dass Keilbert Sie entdeckt, gefördert, auf die Bühne gebracht hat. Ja. Und dann kommt eine solche Reihe von vielen großen Dirigenten. Mit wem hatten Sie Krach? Krach? Habe ich eigentlich mit niemand gehabt, das muss ich wirklich sagen. Ich habe mich, erstens mal waren das, Sie sprechen ja von den großen Dirigenten, wo man sowieso eine gewisse Hochachtung sowieso mitbringt und Bereitschaft, mit ihm zu arbeiten. Und nun ist es so, ich habe mich eigentlich immer musikalisch einfügen können. Vielleicht liegt das auch an meiner Vorbildung als Sängerknabe, da hat man ja auch also musikalische Disziplinen gelernt, in einem Chor singen. Und eigentlich habe ich mit allem ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt. Ja. Das war Karl Böhm. Karl Böhm. Dem haben Sie Hans Sachs gemacht, glaube ich. Ja, ja. Mit Karl Böhm hatte ich ein sehr gutes Verhältnis. Er liebte Dresden sehr aus seiner alten Dresdner Zeit und freute sich auch immer wieder, wenn er einen Dresdner traf, auch Peter Schreier zum Beispiel. Und dann natürlich... der Nachfolger von Keilbert damals in Dresden, Kempe, Rudolf Kempe, mit dem ich auch in Bayreuth zum Beispiel den ersten Ring, den ich gesungen habe, dort gemacht habe. Ich möchte auch gerade ganz besonders gerne fragen, Karl Richter, haben Sie doch gearbeitet? Karl Richter ist ein Klassenkamerad von mir gewesen. Wir haben zusammen auf der Schulbank gesessen, er war auch im Dresdner Kreuzchor. Ja. Und mit ihm habe ich natürlich sehr viel schöne Bach-Konzerte gesungen. Und ich saß 72 in der Wiener Staatsoper, vollendet beglückt, als Sie mit Bernstein Fidelio mit Bernstein, ja. Mit dem hatte ich eigentlich auch ein sehr gutes Verhältnis. Der wollte sogar einmal mich an der Mailänder Scala als Iago haben. Das habe ich aber schweren Herzens abgesagt, weil ich der Meinung bin, ich bin nicht der italienische Sänger und auch nicht der italienische Höhen- oder Lagensänger. Das kommt vielleicht wieder dahin, was Hans Hotter einmal gesagt hat, lobenswert über mich, was wir vorhin erwähnten, dass ich eben doch immer mir überlege, ist das wirklich etwas für dich und bringt dich das weiter? Wie ging es denn mit Carlos Kleiber? Mit Carlos Kleiber ging es großartig. Wir haben Wozzeck zusammen gemacht in München und Freischütz-Schallplattenaufnahme in Dresden. Ich meine, Carlos ist ein faszinierender Mann für alle und dort ist es so, dass man sich eben unterordnet. Nicht zu vergessen sei Karajan, Klemperer. Ist richtig. Ja, Karajan bei den Osterfestspielen und auch die Meistersingeraufnahme, die Schallplattenaufnahme. Klemperer habe ich in London noch erlebt, bei vielen Aufführungen, Missa Solemnis, 9. Symphonie, Schallplatten, Fliegende Holländer. Das war schon sensationell für mich, das war schon eine Legende, Klemperer. Herr Adam, verzeihen Sie mir eine Frage, aber am 10. November, einen Tag nach gestern, kann man ich das nicht auslassen. Sie haben zum 40-jährigen Bühnenjubiläum haben Sie den Stern der Völkerfreundschaft bekommen, den Sie dann zurückgegeben haben. Richtig. Und die Diskussion hört nicht auf. Theo Adam, Peter Schreier, die Wanderer zwischen beiden Welten, die überall singen konnten und durften, Gott sei Dank. Ja. Ist das für Sie jetzt eine schwere Zeit? Nein, eigentlich nicht. Also vom Publikum her schon mal gar nicht. Außerdem ist es so, bisher, also vor der Wende, da sind wir dafür sehr gelobt worden immer, wenn wir auftauchten, sowohl Peter Schreier als Masur oder ich und viele andere aus dem Osten. Und jetzt scheint das irgendwie uns ein bisschen übel genommen zu werden, dass wir damals eigentlich diese Verbindungen aufrechterhalten haben und aufrechterhalten konnten natürlich. Das ist klar. Wir hatten, sagen wir, ein Privileg, wobei wenn das Wort Privileg ist ja heute auch sehr... negativ belastet, wird es ausgelassen, obwohl Privilegien, Künstler haben in der ganzen Welt irgendwo Privilegien, nicht? Und es ist so, dass wir haben das eine Privileg gehabt zu reisen, weil wir internationale Verträge hatten und die erfüllen konnten und konnten uns da unsere internationale Laufbahn aufbauen. Nicht? Und es war ja auch zum Lob und Ruhme nicht nur von Ihnen, sondern auch für den Staat. Sowohl, verstehen Sie, Sie waren ein internationaler Sänger und brachten Devisen, oder? Natürlich. Ja. Und ich darf noch dazu sagen, dass ich anlässlich meines 40. Jubiläums sogar
gehört hatte, dass etwas mit dem Bundesverdienstkreuz im Laufen ist. Das ist natürlich dann durch die Wende alles irgendwo unter die Räder gekommen. Was nicht ist, kann auch werden. Lieber Herr Adam, Ihr Verhältnis zum Regisseur. Sie haben eben gesagt, mit Dirigenten war kein Krach, mit Regisseuren ging es da auch so gut? Ja, mit Regisseuren ging es auch gut. Es ging nicht immer gut. Es gab natürlich auch Diskussionen, harte Diskussionen. Aber irgendwie ist es ja so, man bringt ja erstmal wirklich die Bereitschaft mit, wenn man ein neues Werk einstudiert. Da will man erstmal hören, was der Regisseur von dem Werk hält und wie er es anlegt. Und gab es etwas, das er völlig anderer Meinung war als Sie? Es gab eine Inszenierung in Paris, die Walküre. Dort waren also Dinge auf der Bühne aufgebaut, hunderte von Sandsäcken etc. Ja. Und es wurden Dinge von uns verlangt, die wir zum Teil, da war zum Beispiel Quincy Jones auch dabei als Walküre. Ja. Und das war der Ring, der da nicht weiterging. Der ging da nicht weiter, allerdings das hatte andere Gründe, das hatte wohl finanzielle Gründe. Hauptsächlich haben Sie mit Otto Schenk, ja, mit Rennert, mit Wieland Wagner. Ja, ich habe mit großen Regisseuren arbeiten können, mit August Everding. Wir haben in Hamburg zusammen Tosca gemacht. Ja. Und in Ihrer Inszenierung Meistersinger in München habe ich natürlich auch sehr oft gesungen. Ich vergesse nie, wie die Rysanek sie erstochen hat. Da. Ja, ja. Das war die Rysanek ist überhaupt eine unwahrscheinliche Partnerin. Und das ist eine Sache, die ja auch sehr wichtig ist. Man ist ja oft so gut wie seine Partner. Ja. Nicht? Man wächst an seinen Partnern und da werden die Bälle zugeworfen. Und das ist natürlich eine schöne und auch beglückende Sache. Auch wenn man einen ganz bösen Mann spielen muss, wie den Skarpia. Herr Adam, wir können keine Sendung über Adam machen und nicht den Ochs hören. Und ich finde, jetzt den Ochs in Dresden aufgenommen zur Eröffnung der Semperoper wäre jetzt an der Reihe. Und doch muss lachen, wie sich so ein Loder mit seiner 17 Jahren die Welt imaginiert. Mein Gott weiß, wie er mich kontraveniert. Umgekehrt ist aufgefahren, dass ich die Mädels ein rebellisch aufbegehren nicht verspürt hätte. Es gibt auf der Welt nichts, was mich so anflammiert und also vehement verspürt. Als wie ein rechter Trotz, die Haubitzen, ich kämpfe, und die Haubitzen, dass die Hops Amelikus verfügt, wir sind voraus. Macht ihr das Ding? Aus lauter Federbett. Ich komm, erst aber trink ihn doch. Marschier ihr nur in dich. Wer Zeit lang hat,
da! Zeig sie den Wisch! Such sie in meiner Tasche meine Brille! Nein, such sie nicht! Hat sie überschriebenes Fließen? Dieser immer seiende Optimist-Ochs, der kommt da so schön raus. Ja. Joachim Herz hat die Regie gemacht. Das hat, Schade, Adam, wir haben keine Einspielung von Ihren eigenen Inszenierungen, aber wir wollen sie doch erwähnen. Ich denke an den Figaro in Berlin. Das war meine erste Inszenierung, ja. Dann kam der Eugen Onjegin. Ja, mit Anna Tomowa-Sintow als Tatjana. Das war auch ihre erste Tatjana. Und im Cuvier-Theater in München. Im Cuvier-Theater Capriccio, auch in Berlin an der Staatsoper Capriccio, Lohengrin und in Dresden Parsifal. Und vergessen Sie nicht die Kaffeekanne. Ja, die Kaffeekantate von Bach, und da war noch eine kleine Schubert-Oper dabei, der vierjährige Posten. Ja. Wie ist das? Reisen Sie mit Ihren eigenen Kostümen oder passen Sie sich dem Willen der Kostümbildner an? Ich bin einmal mit eigenen Kostümen gereist, das heißt, das war die Zeit, wo ich noch so ganz Wieland Wagner jünger war. Ich meine, ich bin es heute noch, bloß kein Jünger, ein alter Anhänger. Und da habe ich zum Beispiel in Hamburg, habe ich ja den Holländer, die Holländer-Premiere gesungen mit Anja Silja. Und dieses Kostüm habe ich dann sehr oft mitgenommen, weil ich fand, das war also unheimlich stimmig für den Holländer. Und es ist ja auch, das Kostüm ist ja wie eine zweite Haut. Man muss sich ja in ihm wirklich wohlfühlen. Das kann sehr, sehr hemmend sein, wenn man mal ein Kostüm verpasst bekommt, mit dem man nicht, in dem man sich nicht wohlfühlt, mit dem man nicht zufrieden ist. Wenn Sie auf die Bühne kommen. Ja, das Bühnenbild, da kann man sich vielleicht noch an dieses oder jenes gewöhnen. Ja. Aber das Kostüm ist schon sehr wichtig. Sie haben einmal gesagt, dass Sie nach 15 Jahren Abstinenz nach Hamburg gekommen sind und haben... Im Holländer, glaube ich, war es. Ja. Sie haben dieselben Gänge gemacht wie vor 15 Jahren. Sie wussten sie noch genau. Ja, ich wusste sie noch ganz genau. Das ist das Problem ja bei der Konservierung einer Wieland-Wagner-Inszenierung. Nicht wahr? Die hat er ja immer auf die jeweiligen Sänger, die er gehabt hat, abgestimmt in jeder Beziehung, auch was Beleuchtung und Gänge betrifft. Und wenn heute neue Sänger hineingehen in eine solche Inszenierung, dann ist das immer nicht ganz Wieland-Wagner. Herr Adam, Sie haben immer ein sehr gutes Verhältnis zum Publikum gehabt. Darf ich das so unterstellen? Ja. Obwohl Sie sich geärgert haben, wenn Sie zum Bühneneingang rauskamen und dann sagte jemand, ach, haben Sie den Pizarro wieder bezaubernd gesungen. Ja, das kann einem natürlich manchmal passieren. Dann sagt man, mein Gott, war ich so schlecht. Nicht, denn als Pizarro kann man nicht bezaubernd sein. Nein, aber was wir doch gar nicht gehört haben heute Abend, ist so ein Frühklassiker. Ich hätte so gerne vom Julius Cäsar von Händel, den haben Sie, glaube ich, in der Staatsoper in Berlin gemacht, den Cäsar, einen Ausschnitt gehört. Denn das gehört auch zu Ihrem großen Fach, das wir doch heute Abend gerne zeigen. Herr mit dem Siegel! Du bist am Leben, Cäsar! Ich schwamm durch den Hafen, ward gerettet. Sei unbesorgt, ich eile zum Palaste. Du, Irene, ihr folgt mir. Wir werden frei sie wieder sehen, Cornelia und Kleopatra. Oder untergehen. Wie ein Widmer, sich stützt aus den Bergen, fäll ich alles, fäll ich alles, fäll ich alles, fäll ich alles, was im Wiegel mir steht, alles, was im Wiegel steht. Ein Wildbach sich stützt aus den Bergen, fäll ich alles, alles, was mir im Wege steht. Aber es gehört ja auch dazu, auf der Bühne ein gutes Verhältnis zu den Kollegen zu haben. Ja, hatten die Sie Kollegen das? Sind ja, wie ich schon vorhin sagte, Partner. Ja. Ich habe eigentlich ein gutes Verhältnis zu meinen Kollegen gehabt. Beispielsweise Birgit Nielsen, wenn ich sie also als Wahlküre am Schluss im Arm haben konnte. Oder Quintus Jones, dann war das eine wunderbare Sache. Sie haben die Leonore auch noch mit der Christel Goltz gemacht, oder? Die Christel Goltz hat die Leonore gesungen, da habe ich den...
ersten, nein, den zweiten Gefangenen gesungen. Das und wenig, da habe ich sie natürlich den ganzen Abend bewundert, Gerti Goltz. Ich würde ihr gern von hier aus Grüße senden. Ich habe sie immer sehr verehrt. Aber ich habe auch ein gutes Verhältnis auch zu meinem Fachkollegen eigentlich, zum Beispiel zu Bernd Weigl. Ja. Nicht? Oder im Bassfach zu Kurt Moll und zu Hermann Prey und zu Fischer-Dieskau. Also wir haben eigentlich alle ein gutes Verhältnis. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es diese große Rivalität, die es früher gegeben hat, gar nicht mehr unter den Sängern. Ich lock Sie natürlich heraus. Ich würde natürlich gerne hören, dass Sie mit irgendjemandem Krach gehabt haben, aber wir sind ja kein Sensationsjournalismus heute Abend. Mit der Behrens sind Sie auch gut ausgekommen? Ja. Ja, und wir singen laufend, mit der habe ich Fidelio gemacht in Salzburg. Was mich gefreut hat, Sie haben ja auch zu Schauspielern ein gutes Verhältnis gehabt. Ja, ich gehe sehr oft ins Schauspiel. Wenn ich irgendwo frei habe, dann gehe ich ins Burgtheater oder auch in die Kammerspiele in München und in Hamburg. Also, da und bin Sie ich sind Erich Ponto sehr noch oft. Sehr begegnet? Erich Ponto, Paul Hoffmann, mit dem ich auch im Baal zusammengearbeitet habe. Ja. Kann ich Sie denn locken, etwas Böses zur Presse zu sagen? Etwas Böses? Ich meine, die Presse, die Kritik brauchen wir ja als Sänger alle, nicht? Oder als Künstler. Das ist ganz klar. Ich meine, etwas Böses oder etwas Kritisches kann ich vielleicht sagen zu manchen Boulevardzeitungen, die also mitunter doch im Ton sich oft auch vergreifen. Mhm. Ich habe zum Beispiel mal in einer Münchner Boulevardzeitung gelesen, eine Kritik über Walküre. Und da stand oben drüber, sie keucht noch immer. Sie keucht, keuchen, ja, Entschuldigung, das war sächsisch, keucht. Ja. Sie keucht noch immer. Und dann habe ich erst gemerkt, es war eine Kritik über Walküre. Und zwar ging es um die Sieglinde, die da irgendwo eben emotional aufgeladen gesungen hat. Wenn man sich so im Wort, in der Wortwahl vergreift, das finde ich nicht in Ordnung. Vor allen Dingen finde ich es nicht in Ordnung. Manchmal gibt es Kritiken, die haben also eine Riesenabhandlung über Regie, über das Stück. Und dann kommt noch am Schluss ein Wort zu den Sängern. Und dann kommt ein schmückendes Beiwort, das kann sie vernichten. Ja. Und das kann einen auch, aber befriedigen kann es einen eigentlich auch nicht, weil es nur meistens ein Beiwort ist. Zu den Keucht gibt es ein historisches Vorbild, nämlich in den 20er Jahren war über Faust einmal eine ganze Kritik, da war überhaupt nichts geschrieben, da hat der böse Kritiker nur geschrieben, Faucht 1. Oh gegenüber. Gott. Ja, so ist das. Aber auch in einer ernsthaften Kritik stand manchmal über Sie, was doch auch nicht sehr objektiv ist, eine fast weiße Stimme und dann aber auch sehr voll dunkel. Ja, also das habe ich erlebt in Köln, habe ich Hans Sachs gesungen, da stand in einer Kritik drin, also das wunderbar, also schön, es war an sich ein Lob, aber es stimmte insofern nicht, das war die weiße, helle Stimme. Und in Wien, da sang ich im Tannhäuser den Landgraf, da stand unter anderem das volle dunkle Material. Also was soll man nun eigentlich glauben? Nichts. Lieber Adam, ich Stunde möchte ich noch gerne haben. Wir haben sie heute Abend nicht. Zur Ausbildung hätte ich so gerne mit Ihnen gesprochen, wie das ist, warum das bei uns nicht so gut ist. Und Sie haben aber einen Satz gesagt, der fasst vieles zusammen. Talent ist nur die eine Hälfte. Was ist die andere Hälfte? Der Satz stammt nicht von mir. Ich habe ihn angeführt in einem meiner Bücher. Er stammt von Georg Scholti. Und zwar hat er gesagt, Talent ist nur die Hälfte. Das andere muss man machen. Und ich würde noch dazu setzen, machen wollen. Das heißt also, ein talentierter junger Künstler, das ist schon also eine wunderbare Sache. Aber er muss natürlich auch Fleiß besitzen. Er muss arbeiten an sich. Er muss also die andere Hälfte, er darf sich nicht auf sein Talent ausruhen oder auf sein Talent verlassen. Und es ist ja auch so, im Laufe des Lebens würde man von seinem Talent verlassen, wenn man nicht immer an sich arbeiten würde. Herr Adam, wir müssen einen Da Capo verlangen, sonst kommen wir nicht zu Ende. Denn ich will nicht die Sendung ausgehen lassen, ohne von Ihnen Capriccio von Strauss, den Theaterdirektor La Roche, gehört zu haben, dessen erster Satz auch ein Credo ist von Ihnen. Wo sind die Werke, die zum Herzen des Volkes sprechen? Wo sind sie? Wo sind sie denn? Capriccio Strauss La Roche. Wo sind die Werke, die zum Herzen des Volkes sprechen, die seine Seele widerspiegeln? Wo sind sie? Ich kann sie nicht finden, so sehr ich aufsuche, nur lasse es täten, blicke ich
sich an. Sie verspotten das Alte und schaffen nichts Neues. In ihren Dramen spazieren papierne Helden, zücken die Schwerter und schwingen die Rate, die wir längst schon kennen. In der Oper das Gleiche. Weiße Priester und Riesenkönige aus grauer Vorzeit, Druiden, Propheten, schreiten gleichschieben aus den Kulissen. Ich will meine Bühne mit Menschen bevölkern, mit Menschen, die uns gleichen, die unsere Sprache sprechen. Ihre Leiden sollen uns rühren und ihre Freuden uns tiefer biegen. Auf! Erhebt euch und schafft die Werke, die ich suche. Auf meiner Bühne ich sie zum stolzen Erfolg. Schärft euren Witz, gebt dem Theater neue Gesetze, neuen Inhalt. Oh nicht, so lasst mich zufrieden mit eurer Kritik. Heute im Zenit meiner ruhmreichen Laufbahn darf ich es wagen, von mir zu sprechen. Von mir neben Decker großer Talente, im weisen Erzieher, im Inspirator. Ohne meinesgleichen, wo wäre das Theater? Achtet die Würde einer Bühne. Meine Ziele sind lauter. Unauslöschlich meine Verdienste. Ich streite für die Schönheit und den edlen Anstand des Theaters. Mit dieser Parole im Herzen leb ich mein Leben für das Theater. Sieg werde weiter leben in den Annalen seiner Geschichte. Sieg auf meinem Grabstein werdet ihr die Inschrift lesen. Hier ruht La Roche, der Unvergessliche, der Unsterbliche. Theaterdirektor, der Freund der heitlen Muse, der Förderer der ernsten Kunst, der Bühne ein Vater, den Künstlern ein Schutzgeist, die Götter. Menschen ihn bewundert. Ja, dann haben wir das nicht schön ausgesucht, was Sie eben gesungen haben. Heute im Zenit meiner ruhmreichen Laufbahn. Ja. Und die Damen dort auf dem Sofa, wer waren ja, das? Ja, das war Gundula Janowitz und Christa Ludwig. Eine Schlussfrage, Herr Adam. Was ist die schönste Musik für Sie?
Ja, da würde ich immer sagen, die ich im Moment gerade gehört habe, das wäre hier im Moment Strauss gewesen. Ja, ist auch schön, aber Sie haben das viel schöner und viel moderner einmal gesagt, nämlich, ich zitiere ja. Sie. Wenn das Orchester innerhalb von drei reinen Quinten nach dem Klang der Oboe mit Läufen und Akkorden präludiert, um sich und das Publikum einzustimmen, dann ist das für mich die schönste Musik. Ja, darüber könnte man sich jetzt lange unterhalten. Dürfen über wir nicht diesen mehr. Moment, das ist wirklich das Schönste, was es gibt. Die Spannung ist am höchsten. Am höchsten. Für alle. Und fürs das Publikum war die Spannung der letzten Stunde. Wir müssen aufhören. Ich danke Ihnen recht herzlich, lieber Herr. Dankeschön. Vielen Dank. Thank you.